144. Ich sag mal so, warum nicht, ne? Kann man ja mal machen. Vielleicht stirbt er ja. Oh, wir haben Pech und er regeneriert sich. Ah, das stimmt. Jetzt haben wir ja Donnerbruder drauf, jetzt kann ich aber anders machen. Level up. Ich habe mal das Level 45 gleich mal geschafft. Und das ist schon viel. So, wir gehen auf Angriff. Ah, nicht die 100er gemacht. Marke geknackigt. Leider. Was ist das denn? Für mich als Meteorologen sind die Wirbelstürme in dieser Region des Meeres von großem Interesse. Wenn Wirbelenergie auf aufsteigende warme Luft trifft, dann entstehen Windhosen. Ich würde gerne den Mechanismus in einem Experiment genau erforschen. Dann tu dies. Das war noch nebenbei ein Tipp. Ich habe da gar nicht drauf gedrückt. Ich wollte den hier anspringen. So. Schneebälle auskacken. Wäre auch mal was Geiles, ey. Also ausschießen, nicht auskacken. Schneebälle auskacken ist, glaube ich, nicht so schön. Außer man hat irgendwas Scharfes gegessen. Ist auch wieder... Yeah, level up, 30. 30, ja. 30 ist wunderschön. Dann hier, ne? Oh, 5, geil. Diese Schleim, so, warte mal kurz. Mein Headset fällt ab. Yeah. Ich kratze mich gerade am Ohr, mein Headset fällt runter. Moment. Ah, oh, Gott. Oh. Ach, ja. Wunderschön. Ich lade den nicht voll auf, weil das so langweilig ist. Man kann Gegner viel leichter töten. So. Pilze. Und Super Sirupe, weil wir einfach nicht genug kriegen können. Mist. Jo, genau, zwei Sumo-Ficker da. Wie heißen sie? Die Neandertaler. Kann man auch hier mit einem Tempel zu tun haben. Was ist das? Urmensch. Sieht aber nicht so menschlich aus. Welche Jar? Vielleicht mal Glück und der rennt weg. Ja, leider nicht. So. Ins Maul. Fresse. Alles. Welche Jar? So. Ich gehe erstmal nach links. Okay. Eine Lachbohne, natürlich eine Lachbohne. Ah, okay, hier kommen wir nicht hoch. Aber nach dem Geräusch zu urteilen, weiß ich schon wahrscheinlich, was da abgeht. Und ich will es nicht. So, du da. Was? Ih, gemein. Paar Attacken. Wer macht denn sowas? Paar Attacken, kann ich nicht. Oh, er brennt. Cool, das ist auch mal was Schönes. Er lebt noch. Hat auch 10 Brandschaden. Ach, auf den springe ich jetzt einfach. Den oh, 240. Ja, genau. Durch Last Hit. Verdammt viel Schaden gemacht. Ahaha, ich wusste doch immer, man kann die Scheiße bestimmt benutzen. Oh, dieses Seitwärtslaufen, da hasse ich sowas von einfach nur. Oh, noch
durchschafft. Ah, jetzt hat sich das Tor geöffnet. Was? Oh nein, nicht das. Die bleiben ja stehen. Ach, ficken, das ist so scheiße. Mann, wie soll das denn schaffen? Das ist voll gemein. Ach komm. Der hat doch voll aufgeladen, glaube ich. Spieß dich einfach, ne? Es ist Hardcore, Alter. Was willst du denn? Was spielst du denn? Von mir? So, jetzt gehen wir hier runter. Gang, jetzt machen wir hier unten den Gang hilf und dann öffnen wir jetzt. Dann gucken wir mal. Dann gucken wir mal, ne? Da ist noch kaputtes Wandschränkchen. Ja, genau, ist ein Wandschränkchen kaputt. Ein Stückchen Eis, das kann man kaputt machen. Abgestempelt und dann geht's weiter mit der Reise. Bum, bum. Das mache ich immer auch gern, weil ich weiß, dass... Ja. Ah ja, hier ist... Das kann man sich denken. Ist, das ist, glaube ich, auch mehr so ein Secret-Raum. Grünbewohner. Hier ist ja nichts. Ja, nur so ein. Ja, Münzen. Ja, ein extra Raum, ja nicht. So. Eine Lachbohne. Und hier haben wir es. Der Ofen. Rein dritsch, müsste es nicht mega warm hier drin werden. Hier müsste alles wegschmelzen. Ja, außer der Boden und alles hier besteht nicht aus Eis. Was ich irgendwie bezweifle. Ach, man kann hier hoch? Für was denn? Aha. Man darf nie... Da ist ja nicht umsonst ein Block, wo man drauf springen kann. Oder generell umsonst ein Block. So, dann müssen wir jetzt da hoch. Nee. Hier ist aufsteigende warme Luft. Und unten blubbert gerade die Suppe. Wer hätte es gedacht? Weil oben ist auch noch ein Gitter. Wo dann diese Wirbel irgendwie durchgehen kann. Keine Ahnung warum, frag mich nicht. Ach ja, dann kommen wir mal ins nächste Level. Also, man merkt voll, ich habe voll Spaß auf diesen Tempel. Der Tempel ist wunderbar. Und jetzt wird's richtig haarig. Gib besser auf. Nee, denn das hier macht mehr Spaß als das andere. Nee, oh no, per no. Okay, 176 Schaden, warum nicht? Why not, ne? Why not? Das ist ausprobiert, nein. So. B. So muss man das irgendwie hinkriegen. Das kriegt man gar nicht hin im normalen Modus. Dass das so schnell fickt. Und weg ist er. Guck mal, das kriegen wir nicht so schnell hin. Alter, was brauchst du für einen Finger dafür? Ich vergewaltige schon meine X-Taste, also meine A-Taste. Die Taste, mit der man. Ach egal. Wo kam der denn? Ach egal.
Ich muss mal ein besseres Mikro holen. Dieses 20-Euro-Mikro ist nicht gerade. Das ist super, muss ich sagen. Oh. Okay, er hat auch getötet. Hier müssen wir runter. Wir trennen uns. Bergauf, Treppe hinauf. Ja. Gut, auch nur bei Mario muss ich jetzt aufpassen, dass ich jetzt keinen Schaden kriege, weil er sich nur selbst heilen kann. Und wenn er tot ist, ist er tot. Und ja. Auch wenn Mario jetzt recht hohe Verteidigungswerte hat. Ach, 170 Schaden. Okay, der hat gebrüpst und jetzt wird er stärker. Der hat gebrüpst und wird dann stärker, das ist normal. Alter, der One-Hittet einfach alles. Ich bin da nicht vorher drauf gesprungen. Okay, den One-Hittet aber nicht. So. Was? Ich hab draufgehauen. Böser Sack. Ja, brüll's mal. Und jetzt brüllst du dich einfach immer an wie so ein Furz. Oh oh. Das war ein super mega Schlag. Der hat jetzt auch gefurzt. Der wird auch. Aus Maul! Hey, warum konnte ich gerade alle One-Hit und jetzt nicht? Ja, möchte ich aber erklären. Ich muss gleich mal Leben nehmen. Wieder. So. Okay, Angriff ist auf 100. Wir gehen mal auf Leben. Ja, super. So. Das Bild. Ja, Luigi. Und aber Luigi sieht das bestimmt. Ach ja, apropos, ich will mal gucken, was das Luigi machen kann. Luigi wollte ich auch mal ein Leben geben. Und Super Zero. Mario. Diese Bilder haben von denen. Ja. So. Ach, hier geht's auch bergab. Bergab gibt's hier auch, ja. Bergauf. Ah, wir sind gerade da, wo Mario war. Und jetzt sind wir hier. Ach, genau, auch so ein Loot-Room. Genau. Luigi hat den Nachteil, dass er einen Vorteil hat. Nein. Luigi hat den Nachteil, dass er kein Feuer hat und damit wohl Mario hat den Nachteil, dass er mit gegen die Geister nicht ankommt. So gut. Die Schleimgeister. Oh, ich dachte, es wären schon so hart geschwächt. Ich finde es aber gemein. Das war meine jetzt einfach Luigi, ja. Ja, genau. Das ist gemein, das wollte ich immer sagen. Vor allem, dass die Monster nicht irgendwie ausweichen oder irgendwas machen, ne? Der steht da eine halbe Stunde vor und lädt gerade seinen Blitz auf. Ja, passiert nichts. Ich verstehe aber, warum Mario so exzessiv viel Schaden macht. Luigi macht gerade nur 70. Eigentlich macht er 140 oder so. Weil Luigi hat nur die den Game Boy Horror Experience. Ja, toll, jetzt ruft mich jemand an. Ja, dann gehe ich mal jetzt ran. Moment. Bin dann wieder da. Bis gleich.
So, da bin ich wieder. Das war meine Message heute. Cool, der erste Brüster heute. Wir nehmen es ja schon seit 1 Minute 34 auf. Ich sag mal so, ich werde es gleich mit einer Aufnahme aufhören. Dann habe ich schon was für 5 Folgen, werde das rendern. Und gut, dass ich dann später hochlade. Dann werde ich mich gleich aufs Bett hauen. Weil ich jetzt gerade einen Anruf bekommen habe und es ist bei mir so, ich gehe so um. Also ich gehe so pennen, ne? In. Keine Ahnung, wann so ungefähr. 0 Uhr? Nein, ich gehe pennen so. Ne, ich stehe immer auf, irgendwie so um 8 Uhr abends oder so, ne? Und ja, jetzt. Ich muss einkaufen, weil ich nichts mehr. Ich kaum was zu essen habe. Habe ich vielleicht in den Folgen gehört. Und ich wollte immer nach Holland einkaufen, weil ich wohne an der Grenze zu Holland und Holland hat völlig geilen Shit. Zum Beispiel Cola-Dosen ohne Pfand. Da sparst du wirklich 10 Euro bei, wenn du viele kaufen willst. Ich kaufe gern viele, weil ich ja gern mal irgendwo hingehe oder. Dosen wird immer praktischer als Flaschen. Und draußen trinken ist auch viel geiler. Schmeckt irgendwie kühler und besser, das Zeug dann. Und ja. Und. Es gibt ja Knickknacks, ne? Und es gibt hier vielleicht nur eine Knickknack-Verarsche, die ist aber trotzdem teuer. Kostet 1 Euro irgendwie das Tütchen. Und bei Holland kriegst du einfach so viele verschiedene Knickknack-Verarschen für 60 Cent, ne? Boah. Deswegen, ich, Und Lakritze, auf jeden Fall Lakritze, den muss ich auch noch holen. Ganz viele. Mein Lakritz-Vorrat ist schon fast für alle. Fast für alle. Hab nur 2 Typen gehabt. Das ist ja nicht hier irgendwelche Drohungen. Ich hab nur 2 Typen gehabt, Junge. Muss man mehr nachschieben. Auf jeden Fall. Die will mich so um 3, 4 Uhr abholen, also. Machen wir das auch. Hier ist aber ein Kreuz, das heißt, man kann nicht zu zweit noch hin, irgendwann mal. So, der nächste Speicherding. Oh, ich gehe auch mal Mario hin. Den nächsten Speicherding, den wir finden, speichern wir ab und dann benutzen. Ach, okay, hier ist er ja. Dann hören wir auf. Speichern und Ende. Witzweintempel. Witzweintempel, genau, wäre auch cool. So, und dann für die am Stream, sag ich auch mal, ciao, ne, mit V und so. Ich bin raus, euer.